Die Gründer und Geschäftsführer Andrej Pajdakovic und Stefan Müller haben am 1. Juni zum Röstereifest in Bad Bramstedt eingeladen. Sie führten verschiedene Arbeitsschritte der Röstung vor und gaben auch Duftproben an die neugierigen Besucher. Stefan Müller erklärt, was das Besondere an Vici-Kaffee ist und aus welchen Ländern die beliebten Bohnen geliefert werden. Wir haben einen langen Standort gesucht und haben den Radius von Hamburg immer größer gezogen. Und dann sind wir in Bad Bramstedt gelandet und haben hier erst in Wettelbrook in einer kleinen Halle geröstet und sind dann umgezogen nach Bad Bramstedt, weil wir hier ideale Möglichkeiten bekommen haben, was die Halle angeht. Das Besondere an unserem Café ist halt die handwerkliche Herstellung, dadurch die gute Bekömmlichkeit und dass wir halt nicht auf der Konsumschiene mitreiten, weil Kaffee halt immer wieder als Konsummittel gesehen wird, sondern wir sehen Kaffee als Genuss und wollen diese Genusskultur unseren Kunden auch mitgeben und einfach sagen, dass Kaffee Zeit braucht, die Zeit nehmen wir uns beim Rösten und die Zeit braucht der Kunde auch bei der Zubereitung. Und unsere Kaffees sind grundsätzlich gut besser bekömmlich, dass man auch eine zweite, dritte Tasse trinken kann. Den Kaffeegenuss gibt es bei Famila sowie bei Buch und Medien in Bad Bramstedt.